Eigentlich war die Grundidee von Klaas und mir, wir wollten einfach mal zeigen, so die, in der ganzen Bandbreite, was man in Kugis an Darstellungsmöglichkeiten hat. Und da sind sicher viele Sachen dabei, die auch durchaus bekannt sind. Ich hoffe aber, dass für den einen oder anderen auch was Neues dabei ist oder für alle irgendwo was Neues dabei ist. Wir sind eigentlich so gesehen drei Vortragende und machen hier jetzt, also das nennt sich Live-Demo. Das heißt, wir haben hier gar keinen Vortrag in dem Sinn, sondern zeigen einfach die Anwendung von der Software. Ich würde jetzt direkt anfangen. Ich habe hier das QGIS 3.4 zu laufen. Ich habe ein paar Daten mitgebracht. Und ich mache jetzt keine Inhaltsangabe Vorfeld. Ich habe hier von mir ein paar Straßendaten mitgebracht. Das sind also Linien, die und die ganz einfache Geschichte wäre jetzt eben, dass wir tatsächlich eine kategorisierte Darstellung machen. Wir haben hier eine Spalte, wo die Straßenklasse drin ist. Das heißt hier A ist für Autobahn, B ist Bundesstraße, E weiß ich gar nicht mehr genau. Straße. Das sind also verschiedene Straßenklassen. Das wäre das Einfachste. Wenn ich das anwende, bekomme ich eine unterschiedliche Einfärbung. Jetzt erstmal von QGIS vorgegeben. Der nächste Schritt an der Stelle wäre jetzt zu sagen, ich brauche einzelne Klassen nicht, beziehungsweise will Klassen zusammenfassen. Das könnte man in der kategorisierten Darstellung tun. Ich würde jetzt aber tatsächlich eigentlich von der kategorisierten Darstellung auf die regelbasierte Darstellung wechseln. Das Schöne an QGIS ist, wenn ich kategorisiert bin und ich wechsle auf regelbasierend, dann werden wir sofort die ganzen Kategorien in Regeln umgewandelt. Wir haben jetzt hier also, wie gesagt, A ist die Autobahn, B wäre die Bundesstraße, G die Gemeindestraße. Das sind die Klassen, die ich jetzt eigentlich auch überhaupt nur darstellen möchte. Das heißt, im ersten Schritt schmeiße ich jetzt einfach alles, was ich nicht brauche, raus an Klassen. Und das alles, was jetzt nicht in einer Klasse erfasst ist, landet in dieser Else-Klasse. Das heißt, ich habe jetzt nur noch wenige Klassen hier vorliegen. Die Idee wäre jetzt sozusagen eine Darstellung zu machen, die, wie man das halt so kennt, mit einer Straße, dass das auch so eine dünne, dunkle Linie ist und eine helle, dicke Linie, die drauf liegt. Das will ich mal kurz zeigen. Das heißt, wir haben jetzt für die Autobahn, da nehmen wir halt irgendwie eine dunkle Linie, die jetzt hier, von mir aus schwarz, und dann mache ich eine zweite Linie drauf. Ich kann immer so viel machen, wie ich möchte. Die schwarze Linie mache ich vielleicht mal auf 8. Und dann lege ich jetzt hier irgendwie eine Autobahn, von mir aus eine irgend so was Gelbes drauf. Diese Orangen hier, so, okay. Anwenden, sehe ich schon. Ach, die habe ich natürlich nicht dick genug gemacht. Und wenn ich die andere auf 8 habe, mache ich die jetzt von mir aus auf 6. Ja. Jetzt habe ich hier schon, sieht man hier schon einzelne Probleme, die wir mit der Darstellung bekommen. Wir haben hier die Linien, die wird halt eben irgendwie übereinander gezeichnet, weil die jetzt sehr dick sind, sehen wir also die Linienenden. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich würde jetzt nochmal die Bundesstraße entsprechend machen. Auch hier lege ich irgendwie eine schwarze Linie unten rein. Die mache ich ein bisschen schmaler. Nehme ich jetzt von mir aus die 7. Eine gelbe Linie oben drauf. Da mache ich dann 5. Okay, und dann habe ich noch diese Gemeindestraßen, wie gesagt. Mache ich auch schwarz und lege dann weiß oben drauf. Oder irgendwie ein Grau oder so. Es kommt jetzt ja nicht aufs Detail an. Da nehme ich dann halt die 6. Zweite Linie oben drauf. Dann mit der 4. Und die anderen, die sollen einfach nur eine dünne schwarze Linie sein. Ich gehe mal auf OK. Ja, so, jetzt sind die Straßen im Prinzip ein bisschen symbolisiert. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte, die Einzelne vielleicht noch nicht so kennen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt eigentlich schon relativ klar ist. Aber
man hat sich vielleicht gefragt, was diese Symbolebenen bedeuten. Die Symbolebenen, die steuern im Prinzip, in welcher Reihenfolge gerendert wird, innerhalb des Layers. Das heißt, ich kann, das ist hier immer eine Reihenfolge, die über Ziffern dargestellt wird. Jetzt möchte ich ja, wie gesagt, die schwarzen Linien nach unten haben und die bunten eben oben drauf. Das heißt, ich gebe den bunten Linien eine höhere Priorität. Ich gebe denen jetzt einfach allen mal eine 10. Mal gucken, wie es dann eben aussieht. Ja, und wenn ich das jetzt anwende, dann verschwimmen die Linien sozusagen. Ich habe das jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu dick gemacht für den Maßstab. Wenn ich hier reinzoome, dann sieht man die Autobahn an der Stelle auch besser. Sieht man aber auch noch, dass die Autobahnzufahrten, die möchten vielleicht doch unter die gelben verschwinden. Das heißt, ich könnte jetzt wieder in die Symbolebenen reingehen und die gelben nochmal höher priorisieren. Dass die Ziffern, welche Ziffern ich eingebe ist oder welche Zahlen ich eingebe, ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass die eine höher ist als die andere. Okay, jetzt wird hier, in dem Fall ist das tatsächlich eine Brücke, das heißt, das passt. Jetzt müsste ich natürlich die schwarze Linie von der Bundesstraße auch wieder oben über die Autobahn drüber ziehen. Und so kann man sich da eben weiter reinarbeiten. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir auch die Straßen mit einem Straßennamen beschriften. Ah, da haben wir hier das Namensfeld. So, jetzt haben wir die ganzen beschriftet und sehen wir aber schon, naja, die ganzen vielen kleinen Dinger sind auch beschriftet und eigentlich sind das auch sehr viele Beschriftungen und zweitens kann man es eigentlich gar nicht gut lesen. Da macht man ja üblicherweise zum Lesen den Puffer an. Das machen wir hier auch. Und hier setzen noch den Haken anschließen, Linien verbinden, um doppelte Beschriftungen zu vermeiden. Dann wird eben sozusagen eine zusammenhängende Straßenlinie wird dann nur noch einmal beschriftet. Dann sieht das Ganze schon deutlich klarer aus. Kann man auch vielleicht besser lesen, jetzt von hinten nicht. Ich mache mal insgesamt die Schrift etwas größer. Ja, 16. Jetzt ist die nächste Idee natürlich, naja, jetzt habe ich die Gemeindestraßen, also die Waisenstraßen, habe ich jetzt mit einem weißen Puffer, das ist hübsch, aber die Bundesstraße hier, die habe ich auch mit einem weißen Puffer, das ist nicht so hübsch, da würde ich vielleicht auch lieber einen gelben Puffer nehmen. So, und da kommen wir jetzt zu der ganzen regelbasierten Geschichte, das ist der falsche Layer, das ist auch der falsche Layer, das ist der richtige Layer. Ich nehme an, die meisten kennen sowieso den Ausdruckseditor. Und hier ist eben dann die Möglichkeit, den Ausdruckseditor nicht für die Größe, sondern für die Farbe brauche ich das. Das heißt, eigentlich hat man immer hier diese datengetriebene Übersteuerung. Das heißt, wir können entweder aus irgendwelchen Datenfeldern Werte ziehen. Ich könnte jetzt in einem Datenfeld die Farben schon vordefiniert haben. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, dass ich tatsächlich hier eine Regel aufbaue für die Farbe. Muss ich mir natürlich die Farbe nochmal angucken, die habe ich mir natürlich nicht gemerkt hier. Ich brauche jetzt das Gelb erstmal nehmen. Das heißt, hier kopiere ich mir den Farbwert raus, gehe zur Beschriftung, gehe hier zum Puffer, gehe hier auf Bearbeiten und könnte jetzt hier, also das ist eben dieser Ausdruckseditor, kriegt in jeder QGIS-Version im Allgemeinen immer wieder neue Funktion, hier ist sehr viel drin. Es ist auch alles hier mit einer mehr oder weniger guten Hilfe versehen. Letztendlich immer mathematisch oder auch, man kann dort auch Geometrien erzeugen. Ich glaube, das Neueste war, dass man jetzt auch Geometrien dort puffern kann, zum Beispiel. Das heißt, man kann sich dann einen Puffer aufbauen innerhalb des Ausdruckseditors. Das macht bei der Beschriftung jetzt natürlich keinen Sinn, vor allem jetzt nicht für den Farbwert. Ein Farbwert kann kein Puffer sein, also ist immer die Frage, was passiert da. Erwartet jetzt ja von mir hier eine Zeichenkette oder einen HTML-Notation als String. Das heißt, ich könnte jetzt hier diese Zeichenkette reinkopieren, die ich gerade kopiert habe. Das muss ich dann als String definieren, das heißt in einfache Anführungszeichen setzen, dann ist das auch das akzeptiert. Jetzt würden aber alle mit dem Gelb gezeichnet, das will ich ja nicht, sondern ich möchte ja nur, dass die Bundesstraßen mit dem Gelb gezeichnet werden. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Case-Anweisung machen, Case
wenn, dann würde man hier bei den Feldern, da haben wir das Feld Klasse, Klasse gleich, ich klicke das jetzt zusammen, so, das war die Bundesstraße, also ein B, wenn dieser Farbwert, Endebedingung, ja, und jetzt, ansonsten würde er dann das Weiße nehmen. So, und jetzt haben wir hier diese, der Radweg, den will ich eh nicht beschriften. Jetzt müsste ich, ich müsste jetzt nochmal die Beschriftung ausschalten für die Elemente, die jetzt eigentlich gar nicht Bundesstraße oder Autobahn. Die Autobahn würde ich auch nicht beschriften wollen, das ist, macht auch keinen Sinn, aber die normalen Straßen würde ich beschriften wollen. Man kann die Beschriftung auch noch biegen und so weiter. Da sind also viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe das hier mal fertig. Ja, so würde das dann aussehen, wenn es fertig ist. Habe ich jetzt ein bisschen andere Farben genommen. Aber da ist eben tatsächlich im Layer drin, habe ich die Beschriftung regelbasiert. Ich habe gesagt, nur die Klassen G, B und L, also Gemeindestraße, Landesstraße auch noch. Das war im Süden ein kleines Stückchen noch. Das sieht man jetzt hier im Ausschnitt gar nicht. Nur dann will ich überhaupt die Beschriftung machen, also für die Autobahn und für diese ganzen Radwege eben nicht. Und bei der Symbolisierung habe ich hier noch verbessert, dass hier die Linien enden. Abgerundet hier rund sind und bei der unterliegenden Linie flach, damit das eben nicht so überlappt. Und das gibt dann halt hier, wie wir im zoomen wir mal hin, was, also in diesem Bereich sieht man das zum Beispiel, wie dann hier das Linienende aussieht. Das sieht eben gefälliger aus, als wenn da diese dunkle Linie nochmal so richtig so einen fetten Klumpen dran macht. Gut, das wäre jetzt eigentlich erstmal mein erster Teil. Dann übergebe ich jetzt an Klaas. Ja, danke. So, das schließt jetzt, was ich zeige, direkt an das an, soll ich das speichern? Nee, was der Brauchst Bernhard gesagt hat. So, jetzt muss ich hier mal zu meinem Projekt. Sag mal nochmal, wo hast du das abgelegt, meine Sachen? Das war Warte. Schweißausbruch. Data. Einfach unter Data, ne? Data. Und alles klar, danke. So. Ja, das, was der Bernhard gezeigt hat, das führe ich jetzt nochmal fort an einem Beispiel einer Stadtplandarstellung von Dresden, wo man nochmal so ein bisschen sehen kann, wie das Ganze aussehen kann, wenn es sozusagen fertig ist. So, ich zoome jetzt hier einfach mal raus und das Ganze ist aus OSM-Daten erstellt worden. Jetzt sieht man eine Darstellung im Maßstab 1 zu 185.000, wo man einfach die Siedlungsfläche, Wald etc. so ein bisschen dargestellt sieht. Nur die Autobahnen und Hauptstraßen und Haupteisenbahnlinien, wenn ich jetzt reinzoome, schrittweise, dann sieht man, dass sich die Darstellung verändert. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr Straßen. Noch einen Schritt weiter tauchen Beschriftungen auf, allerdings nur Beschriftungen von wichtigen Straßen. Jetzt tauchen irgendwann die Gebäude auf. Die Beschriftungen der wichtigen Straßen kann man irgendwie erkennen. Wie sieht denn das draußen? Ja, kann man erkennen, sind ein bisschen fetter. Wenn ich jetzt weiter reinzoome, dann jetzt ist ein Moment, wo es irgendwie nicht so ganz schön ist, weil man die Beschriftung der kleinen Straßen nicht sieht. Und jetzt komme ich langsam rein und kann auf die Hausnummern gucken und sehe, dass ich hier überall eine sinnvolle Beschriftung für jede Straße habe und dass die einzelnen Straßen unterschiedlich dargestellt sind. Und wenn ich reinzoome, dann sieht man, dass die Beschriftungsgröße bezogen zu den Straßen auch immer gleich bleibt. Und dass es jetzt so ein bisschen ist, als wenn ich jetzt mit dem Fallschirm langsam Richtung Boden gehe, dass die Straßen breiter werden. So, und, konzeptionell ist das Ganze eigentlich so erstellt, letztlich ist es das, was Bernhard gezeigt hat, nur noch mal ein bisschen weiter ausformuliert. Ich zeige es einmal am Beispiel der Straßen. So, das Ganze ist eine regelbasierte Darstellung. Regelbasiert können wir im QGIS zum einen inhaltliche Regeln definieren, die sich auf die Attribute beziehen. Zum anderen können die Regeln auch maßstabsbezogen sein, sodass man eine unterschiedliche Darstellung bei unterschiedlichen Maßstäben hat. Das ist ganz spannend, wenn man jetzt ein Projekt aufbaut, was eben nicht nur an einem bestimmten Maßstab sinnvoll aussehen soll, sondern wo ich rein- und rauszoomen kann. Und das ist hier so ein bisschen betrieben worden. Ich mal hier das Treffen, ich habe immer ein bisschen eine unruhige Hand. So. Man sieht, die Regeln sind hier ganz einfach, Bundesautobahn, Autobahn gleich 1, da ist ein bisschen Vorbereitung drin, das sind OpenStreetMap-Daten, damit man nicht zu
aufwendige Abfragen hat, ist da sozusagen viel in extra Spalten geschrieben worden. Jetzt sieht man jeweils die Maßstabsregeln. In dem großen Maßstab habe ich die einzelnen Objekte, ich gehe jetzt mal hier einfach in eine Regel hinein, die normale Wohnstraße, in Karteneinheiten definiert. Das ist ein ganz wesentliches Steuerinstrument im QGIS, dass ich die Größe, Breite von Symbolen kann ich in unterschiedlichen Einheiten definieren. Jetzt im QGIS 3 ist die Liste noch größer geworden. Ich bleibe jetzt mal so bei den grundlegenden Karteneinheiten und Millimeter. Also man könnte auch sagen, Bildschirmeinheiten und Karteneinheiten in der Welt. Karteneinheiten meint Einheiten des Koordinatensystems. Das heißt, wenn wir in UTM oder Gauss-Krüger arbeiten, Meter. Das heißt, hier ist jetzt die Breite der Straße bezogen zur Welt definiert. Also das heißt, das ist jetzt 11 Meter. Und dadurch erreiche ich, dass wenn ich rein und raus zoome, dass mir sozusagen das Straßenmodell nicht entgleitet und irgendwann die Beschriftung und die Straße nicht mehr zueinander passen. So, ansonsten ist es hier wieder umgesetzt worden mit unterschiedlichen Symbolebenen, so wie das der Bernhard gerade gezeigt hat. Man kann die metrische Darstellung auch noch steuern, das habe ich hier nicht gemacht. Hier kann man sozusagen einen Maßstab festlegen, bei dem sozusagen die metrische Skalierung aufgehoben wird und das Ganze wieder in Bildschirmeinheiten, in Millimetern dargestellt wird. Sonst würde, wenn ich jetzt nicht unterschiedliche Regeln definiert hätte, würde die Straße beim Rauszoomen ja irgendwann ins Unsichtbare verschwinden. Wenn ich jetzt die 10 Meter habe und ich will im Maßstab 1 zu 50.000, sehe ich sie nicht mehr. Deswegen sind zum Beispiel die Straßen hier im kleinen Maßstab wieder in Millimeter definiert. So, das heißt, ich habe hier eine Oberregel, ganz kleiner Maßstab, von irgendwie 1 zu 100.000 bis zum Abwinken. Dann habe ich hier die Regel für die mittleren Maßstäbe zwischen 1 zu 5.000 und 1 zu 100.000, wobei hier nochmal festgelegt ist, dass zu bestimmten Maßstäben bestimmte Straßen verschwinden. Zum Beispiel werden normale Straßen nur bis zum Maßstab 1 zu 30.000 angezeigt, sonstige Hauptstraßen bis zum Maßstab 1 zu 100.000. Das heißt, so können wir die Maßstäbe sehr genau definieren. Das Darstellen bei unterschiedlichen Maßstäben, und jetzt sieht man, ich zoome raus, jetzt schrumpfen die metrisch dargestellten Straßen schon so ein bisschen, dass es grenzwertig wird, ne? Und ab dieser Stufe ist wieder eine Darstellung in Millimetern. So, jetzt haben wir die Beschriftung. Bei der Beschriftung ist es natürlich so, dass, kennen Sie vielleicht im Kartenlayout, man hat eine Beschriftung, und wenn ich die Beschriftung in Millimetern definiere, ich habe ein Kartenlayout, das sieht alles schick aus, aber ich ändere den Maßstab ein bisschen, sofort entgleitet einen die Beschriftung und sieht nicht mehr, passt nicht mehr zu den Objekten. Deswegen ist es ausgesprochen sinnvoll, gerade bei solchen Beschriftungsaufgaben wie bei Straßen, auch die Beschriftung in Karteneinheiten durchzuführen. Gehen in den Beschriftungsdialog. Jetzt sieht man, das ist erstmal eine relativ einfache Beschriftung. Ich beschrifte einfach nach dem Namen und habe hier eine Beschriftung in 9 Karten einer entstanden. Aber man sieht, hier ist überall das Symbol für einen Ausdruck. Das heißt, hier habe ich Dinge besonders geregelt. Zum Beispiel bei diesem Icon Fett. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Bearbeiten. Hier steht jetzt wieder so, Case, wenn Hauptstraße, wenn das Attribut Hauptstraße ist, wenn 1 gleich 1, also, Moment, das muss ich mal größer machen, das wird ja gar nicht den ganzen Ausdruck. So. Also, wenn im Attribut Hauptstraße der Wert 1 ist und der Kartenmaßstab kleiner als 1 zu 30.000, then true, also das heißt, diese beiden Bedingungen führen dazu, dass die Beschriftung fett dargestellt wird. Es werden nur die Hauptstraßen 1 fett dargestellt, und zwar nur, wenn sie in einem bestimmten Maßstabsbereich sind.
Wenn ich jetzt hier zur Schriftgröße gehe, da ist das nochmal ein bisschen aufwendiger. So, das will ich jetzt nicht im Detail erläutern, aber man sieht, hier spielt zum einen der Maßstab eine Rolle, das ist diese Variable MapScale, zum anderen die Attributierung spielt eine Rolle. Und je nachdem, was zutrifft, welche Schriftgröße, welcher Maßstab, welche Attributierung ist, erhalte ich eine andere Größendarstellung. Da sieht man schon, wenn ich jetzt mit Leuten Kurse mache zum Thema Beschriftung, sage ich, eine einfache Beschriftung, wie man das macht im QGIS, kann ich jemandem in 10 Minuten erzählen. Ansonsten könnte man ein 3-tägiges Seminar zu Beschriftungen machen und es wird nicht langweilig, weil die kartografische Beschriftung als solches ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Wenn Sie sich eine topografische Karte angucken, die alte TK25, dann sehen Sie, über jede Beschriftung hat ein denkender Mensch sich tiefschürfende Gedanken gemacht, wo das Ganze hin soll. Jetzt soll das so ein beknackter Computer, ein Programm über irgendwelche Algorithmen machen. Und da müssen wir also viel Hilfestellung leisten, dass der das auch so macht, wie wir das für richtig halten. Ein letztes noch. Auch hier sieht man, dass je nach Maßstab ein Wechsel stattfindet zwischen einer Darstellung in Points, also in Millimetern, und in Map Unit, also in Karteneinheiten. So, und eins zeige ich noch bei der Beschriftung, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Wenn ich jetzt rauszoome, dann sieht man, ein bisschen weit gezoomt, dass jetzt nicht mehr alle Beschriftungen angezeigt werden. Wenn ich im QGIS eine Beschriftung durchführe, zum Beispiel so eine gebogene Beschriftung entlang der Straßen, und ich zoome heraus, dann filtert er einzelne Straßen raus, weil sonst würde ja alles voller Beschriftungen sein. Das Blöde ist, das Programm weiß natürlich erstmal nicht, was wichtig ist. Das heißt, ich sehe dann irgendwie die Gurkengasse um die Ecke ist beschriftet, aber die wichtigste Hauptstraße der Stadt hat keine Beschriftung. Das ist natürlich blöd. Und jetzt sieht man hier, dass hier tatsächlich die großen Straßen nur noch beschriftet sind. Und auch das kann ich über einen Ausdruck darstellen. So, ich gehe jetzt mal runter zu Darstellung, Platzierung. Das ist ihre Platzierung, die Darstellung, da ist oben eine Regel, möglichst keine Objekte durch Beschriftung verdecken und eine Regelung Platzierung. Und da steht immer etwas mit Priorität. Und hier kann ich eben eine Priorität festlegen, welche Straßen wichtiger sind. Also wichtiger für die Darstellung, hier steht dann eben, wenn Bundesstraße gleich 1, sind 10. Wenn Landesstraße gleich 1, das ist einfach das Attribut, also wenn das zutrifft. Und dieser Wert dahinter, der ist einfach ganz beliebig, das ist nur eine Hierarchie. Also die größere Ziffer wird einer höheren Priorität zugewiesen. Das heißt, ich könnte jetzt auch 100, 800, 600 schreiben, das ist vollkommen egal. So, und das heißt, ich kann über diese ganzen unterschiedlichen Beschriftungsregeln eine sinnvolle Platzierung, Darstellung der Beschriftung erreichen, auch Verdrängungsregeln, wenn sich zwei Beschriftungen überlappen, welche wird rausgeworfen? Das läuft auch hier über diese Platzierungsregel mit der Priorität. So, ich glaube, jetzt habe ich mal in diesen Slot schon durch, jetzt kommt der nächste. Ja, da könnte man jetzt ganz lange sich weiter darüber unterhalten. Jetzt kommt der nächste Teil. Ja, ich bleibe auch gleich bei der Beschriftung. Ich habe jetzt hier nochmal zusätzlich hübsche Flächen mir gemacht, die so dicht aneinander liegen. Wenn ich die jetzt beschriften will, je nach Maßstab, dann passt das nicht rein. Kurze Frage zwischendurch, wer benutzt schon QGIS 3? Okay, wirklich die meisten. Dann vielleicht ist auch wieder nichts Neues. Schauen wir mal. Ich mache jetzt hier auch eine Beschriftung für diese Polygone. Da habe ich ganz tolle Texte mir ausgedacht, die man natürlich wieder nicht sieht, weil ich sie wieder so klein gemacht habe. So, und jetzt sehen wir schon das Problem, dass die eigentlich sind, also es werden jetzt nicht wirklich alle Texte dargestellt. Das können wir erzwingen zur Fehleranalyse erstmal durch die Platzierung alle Beschriftungen darstellen, einschließlich kollidierender. So, und jetzt sehen wir, dass wir hier eben überlappende Beschriftungen haben. Eigentlich würden wir gerne die Beschriftung irgendwie in den Polygonen drin haben. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was Klaas gerade sagte. Wenn man jetzt eben tatsächlich eine Karte mit händisch macht, möchte man ja gerne die Beschriftung vielleicht an einem bestimmten Punkt haben, damit sie eben was
das Denkmal nicht überdeckt, sondern eher nur den Rasen daneben. Ja, das ist, und das weiß aber Kugis nicht, weil für den ist der Rasen und das Denkmal erstmal gleich wichtig. Ja, und das heißt, dann möchte man die gerne von Hand platzieren für die wirklich tolle Karte. Und da gibt es jetzt eben in der Kugis Dreier-Version gibt es ein neues Werkzeug. Wir konnten ja schon immer die Beschriftung einstellen, dass die auf, also wenn wir ein Feld hatten, wo eine X-Koordinate drin steht und eine Y-Koordinate, dann konnten wir immer schon dieses Feld als Beschriftungspunkt angeben. Und neu im QGIS 3 ist jetzt eben der sogenannte Hilfsspeicher. Das heißt, da wird im QGIS-Projekt werden dort nochmal Daten gespeichert. Und in dem Hilfsspeicher können wir Felder anlegen. In die Felder können wir auch gerne was reinschreiben. Und das wird im QGIS-Projekt gespeichert. Ich würde jetzt hier sozusagen diesen Hilfslayer anlegen und Primärschlüssel, ups. Ja genau, fit von mir aus, gut, nehm fit. So, und kann dann in dem Hilfsspeicher Felder anlegen. Dann sage ich jetzt also mal x, k für die x-Koordinate. YK für die Y-Koordinate. Weil es so schön ist, machen wir auch noch eine Drehung. Das heißt, da machen wir jetzt eine Rotation dazu. Und diese Felder habe ich jetzt eben bei der Beschriftung auch zur Verfügung, um hier bei der Platzierung, hier steht ja datendefinierte Platzierung, hier kann ich sagen, okay, Koordinate ist jetzt eben die dieses Feld, Auxiliary Storage, User Custom XK, das war meine X-Koordinate, dann schalte ich das ein. Auch hier kann ich wieder das Feld Y auswählen und für die Drehung nehme ich das Feld Rotation. Rot. So, wenn ich jetzt das anwende, ändert sich gar nichts, weil jetzt habe ich ja die Koordinaten noch gar nicht eingegeben und jetzt kann ich aber, dafür ist diese Werkzeugleiste hier gut, kann ich jetzt diese Beschriftung entsprechend verschieben. Ich kann also hier die Beschriftung nehmen und tatsächlich einfach hier hochschieben. Und das wird jetzt in dieses Feld zurückgeschrieben. Und genauso kann ich hier jetzt auch eine Drehung benutzen. Und dann vielleicht die Beschriftung hier wieder zurückschieben. Ja, und so kann ich jetzt tatsächlich meine einzelnen Beschriftungselemente durch die Gegend schieben und dort platzieren, wo ich sie platzieren möchte. Und der Vorteil von dem Hilfsspeicher ist, dass das im Projekt ist. In QGIS 2 war das noch so, ich musste sozusagen in der Datenquelle diese Felder anlegen und die waren dann immer dort drin. Das heißt, wenn ich jetzt, und jetzt hier habe ich eben den Vorteil, ich kann das projektbezogen machen. Das heißt, ich habe die Elemente, die sind irgendwo, von mir aus die Straßen, und die Beschriftung kann ich aber in jedem Projekt anders gestalten. Ja, ohne dass das jetzt auf die Daten selbst zurückgeschrieben wird, sondern das ist dann wirklich Bestandteil des Projektes. Das ist also neu, dieser Hilfslayer, das denke ich ist eine relativ starke Sache für dies jetzt. Da könnte ich auch Farben rein definieren, was auch immer ich da reinschreiben möchte. Das ist also diese Hilfslayer-Geschichte. Klaas, du bist wieder. Oh, das geht ja so wieder schnell. Wie ist Brötchenbacken? So, welcher Punkt kommt jetzt ran? Die Versatzregeln, okay. So, jetzt haben wir die Multilinien, das war das hier. So, ich hatte in den letzten Jahren mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund viel zu tun. Da sitzt auch ein Kollege da und da geht es ja irgendwie um ÖPNV. Und jetzt haben wir hier ein Thema, wir haben hier so Linienbündel. Also Sie kennen das von der Darstellung von ÖPNV-Plänen, dass ich da dann, ich habe jetzt hier... Haben wir hier ein Netz, denn nicht sogar noch eine Hintergrundkarte? Ah, nee, Netz ist nicht da. Brauchen wir, ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig. Es ist einfach jetzt weißer Hintergrund. Jetzt habe ich ja sozusagen hier Linienbündel, die beschriftet sind. Kann man das so gut erkennen? Und das Interessante ist ja, wenn wir im GIS ein Datenmodell haben, dann wollen wir eigentlich das so nah wie möglich, logisch so nah wie möglich an der Wirklichkeit haben. Jetzt ist das Ganze ja eine physische Linie, ein Schienenstrang, auf dem eben verschiedene Bedeutungen sind, weil dort verschiedene Linien fahren. Und jetzt in einem Zeichenprogramm wird man vielleicht mehrere Linien nebeneinander zeichnen, aber das ist ja irgendwie eigentlich doof.
das wollen wir jetzt nicht machen, sondern wir wollen eigentlich eine Linie haben, der wir Bedeutungen zuweisen und dann wird das entsprechend dargestellt. So, jetzt, ich bin im falschen Layer. So, jetzt gehe ich zu meinem Testlayer, schalte den bearbeitbar, nimm das Digitalisierungswerkzeug und klicke mir jetzt eine Linie zurecht und komme in den Dialog, um meine Attribute einzugeben. Und jetzt sieht man hier so ein bisschen so eine kryptische Eintragung. 1, links, rechts, rechts 1, links 2, das sind alles Versatzstufen. Das heißt, wenn ich nur eine einzige Linie habe, dann kann ich zum Beispiel die Linie 3 liegt jetzt in der Mitte. Jetzt kommt meinetwegen, das wären jetzt 5 Linien, jetzt kommt die Linie 4 dazu, die liegt auf Platz links 1, also mit 4 Meter Versatz, da sage ich gleich was zu. Jetzt kommt die Linie 5 von mir aus und die Linie 6, ich zähle es mal einfach so durch, und die Linie 7. So, das heißt, jetzt habe ich dem Kugis gesagt, auf dieser Linie fährt die Linie 3, 4, 5, 6 und 7. Ich klicke auf OK und sehe, dass ich eine entsprechende farbliche Darstellung zu sehen bekomme. Ich sehe jetzt, dass leider meine Versatzregel für die Beschriftung nicht so wirklich funktioniert. Da liegt die Beschriftung drauf, macht nichts, dann gehe ich in den Reiter Schrift und sage, ich mache hier nochmal einen anderen Versatz. Schreibe hier irgendwie eine 12 zum Beispiel hin. Und jetzt sieht man, sieht das eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Speichere das Ganze und dieses Multilinienbündel ist fertig. Ich kann auch, wenn ich jetzt hier was anschließe und merke, die Reihenfolge ist nicht so ganz richtig, dann könnte ich auch über hier drüber das Ganze anders mischen. Wenn ich aus Versehen zweimal die gleiche Linie nehme, dann gibt es hier eine Meldung, darf ich nicht. Das ist Unfug, ne? Also kann ich das wieder hier ändern. So, nochmal auf Abbrechen. So sieht das aus und das ist natürlich jetzt so ein bisschen aufwendig von der Erstellung. Ich hatte da mehrere Varianten, jetzt habe ich eine, die relativ einfach ist. Erstmal ein Blick auf die Attributierung. Es gibt Attributspalten, die einfach für die Plätze sind. Also das heißt, das ist die Spalte ST1, die hat hier ein Alias, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz, fünfter Platz, sechster Platz. Und je nachdem, was ich ankreuze, wird entsprechend eben die Liniennummer hineingeschrieben. Das gucken wir jetzt mal an den Eigenschaften uns an. Quellfelder. Hier sieht man ST1 für erster Platz, zweiter Platz, das ist die Mitte, das ist ein Versatz links, das ist ein Versatz rechts. Das ist die Attributierung. Dann entsteht noch, weil das ist für die Beschriftung wichtig, eine Linienliste. Weil wenn ich das Ganze jetzt gespeichert habe und ich klicke hier drauf, dann sieht man, entsteht hier auch eine Linienliste. 3, 4, 5, 6, 7. Die brauche ich ja für die Beschriftung. Und die Anzahl der Linien. Das ist ein dynamisches Feld, was sozusagen immer automatisch berechnet wird. So, wie funktioniert das Ganze jetzt mit der Symbolisierung? Also, das Schwierigste, das kann ich jetzt auch nicht im Detail erklären, weil das so ein bisschen komplex ist. Hier entsteht die Linienliste. Ich mache mal den Ausdruck auf, da sieht man, eigentlich ist es ganz einfach, so, dass das so kompliziert aussieht, das liegt nur, weil ich irgendwie diese blöden Kommas geordnet haben wollte. Und dann hat man ja, wenn meinetwegen da Linie 2, 3, 7 ist, dann sind zwei Kommas hintereinander und irgendwie ein Komma hintereinander. Ich vermute, dass irgendjemand, der ganz schlau ist, das auch einfacher hinkriegt irgendwie. Aber letztlich ist das irgendwie eine Concat-Geschichte, es wird irgendwie alles aneinander gepackt und dann wird über irgendwelche Regex-Geschichten werden da die Kommas rausgeworfen. Also ich stelle das auch noch auf der Internetseite, dann kann sich das also jemand runterladen und angucken und kommentiert das noch. Das heißt, manchmal denkt man, es ist ganz einfach, aber dann verbastelt man sich da. Jedenfalls entsteht so die Linienliste. Ich hatte das auch mal in der Datenbank als Trigger, das war ein bisschen einfacher. So, die Anzahl der Linien, das ist auch wieder so eine Geschichte, da zählt er das noch irgendwie mit so einer Array-Geschichte, das ist eine neue Funktion im QGIS, wo ich aus einer Liste, also wo jetzt steht 1,3, 4, 5, wo ich dort einen Wert, der auf einem bestimmten Platz liegt, herausfiltern kann. Ne? Und so kann ich hier das Ganze zählen. Jetzt gehen wir erstmal zu ein bisschen einfachen. Also die Liste habe ich jetzt, wie stelle ich das Ganze dar? Das ist nämlich jetzt nicht so kompliziert. Ich habe eine regelbasierte Darstellung.
Linie 1, Linie 2, Linie 3. Wir gucken uns jetzt mal die Regel an. Hier steht also Linienlist like, ich mache es mal hier, kann man es besser sehen. Linienliste like 1, das ist ein Prozentzeichen vor 1, das heißt, wenn irgendwo in dieser Linienliste 1, vorkommt, heißt das, die Linie 1 ist vorhanden. Ich muss das Komma mitnehmen, weil sonst würde ja auch, wenn das Linie 10 ist, die 1 mitgezählt werden. Ne? Und da aber, wenn die Linie 1 ganz hinten steht, die kein Komma hat, dann muss ich als letztes noch eine Regel machen, Prozentzeichen, Komma, also wenn es mit der 1 abschließt, dann ist es auch 1. So habe ich jetzt für jede der Farben habe ich jetzt eine Regel, das heißt, wenn ich Linie 1, 2, 3 habe, werden alle drei Regeln dargestellt, aber natürlich liegen die dann aufeinander. So, und jetzt kommt sozusagen der Trick, warum ich das Ganze in verschiedene Spalten geschrieben habe. Ich muss jetzt Versatzregeln definieren. Ich gehe jetzt mal zu Linie 3. Also, die Versatzregel finden wir hier. Hier kann ich einen Versatz definieren. Der Versatz ist in Karteneinheiten genau wie auch die Linienbreite, weil sonst würden da schnell irgendwelche Lücken entstehen. Also das heißt, ich habe die Linie irgendwie 4 Meter breit gemacht oder 3,50 Meter breit und der Versatz ist jetzt in Karteneinheiten. Und jetzt sieht man, die Attributbezeichnung, das sind die Plätze, die jetzt im Dialog so beschrieben worden waren mit rechts 1, rechts 2, damit das intuitiver für den Anwender ist. Also ST1 ist der erste Platz, ist die Mitte. Jetzt steht hier, wenn ST1 gleich 3, weil wir sind jetzt bei der Versatzregel für die Linie 3, dann 0, kein Versatz. Wenn die Linie 3 ist in der Spalte ST2, dann gibt es einen Versatz um minus 4. Wenn die Linie auf Platz 3 ist in ST3, dann ein Versatz um plus 4 und so weiter. Und da ich in der Eingaberegel dafür gesorgt habe, dass man nicht aus Versehen eine Linie doppelt einfügt, funktioniert das auch. Ne? Also das heißt, das ist jetzt die Versatzregel und da gehe ich jetzt nur noch einmal kurz drauf ein. Dann muss man natürlich auch wieder bei der Eingabe, hier ist sozusagen sind die Eingaberegeln. Hier über einen Ausdruck kann ich eben entscheiden, dass bestimmte Dinge nicht zutreffen dürfen, nämlich dass wenn ST3 ist, darf das nicht, der Wert nicht gleich sein mit den anderen. So, und mit dieser ganzen etwas aufwendigen Vorbereitung kann ich wunderbar solche Multilinien zeichnen. Ja, das war's dazu. So, ich komme jetzt zu einem ganz anderen Thema. Das hatten wir letztes Jahr auf der Foskis, war das auch mal so ein bisschen Thema in einem Vortrag, die Frage mit Punkt oder mit generell mit Symbolen. Dort bietet QGIS ja die Möglichkeit, SVG, also skalierbare Vektorgrafiken, als Symbole zu benutzen, üblicherweise für Punkte, aber man kann damit eben auch Flächenfüllungen machen oder man kann diese Punkte auch, diese Symbole auch an Linien entlang machen. Um jetzt so eine Symbole selbst herzustellen, benutze ich das Programm Inkscape, das ist auch eine freie Software. Ich wollte jetzt einfach mal, ich bin da bei Weitem kein Experte drin, das möchte ich gleich vorweg schicken. Ich habe mich da halt so ein bisschen reingefummelt auch. Grundsätzlich kann man damit sehr viele Sachen machen. Auch gibt verschiedene Ebenen, man kann dort mit Farben spielen. Ich mache jetzt was relativ Einfaches. Das wäre der erste Aufschlag. Ich mache jetzt hier sozusagen erstmal irgendwie so ein Rechteck und dann noch ein Dreieck dazu. Ja. Dreieck verschiebe. Nein, das wollte ich nicht. Ja, dann schiebe ich die beiden jetzt hier so übereinander. Mal ein bisschen größer. Soll jetzt halt irgendwie so eine Art Haus werden. So. Kommt nicht so drauf an. So, und jetzt der nächste Schritt würde jetzt drin bestehen, dass ich die beiden, also dieses Rechteck und das Dreieck in dem Sinn zusammenfüge, dass es also nur noch eine Form wird. Es geht hier über den Pfad. Das muss ich wieder nachgucken. Ich denke, das Fall kombinieren. Genau. Muss ich natürlich beide markieren, nicht nur eine. Das war es noch nicht.
Na super. Das war jetzt, aber jetzt haben wir ein Element, ist jetzt wurscht, ist jetzt nicht so ganz hübsch geworden. Aber damit kann man sich eben aus einfachen Geometrien dann auch komplexere Geometrien zusammenbauen. Es ist eben dieses Vektor, ich will es nur kurz zeigen. Also wir haben jetzt hier wirklich diese Pfade, das heißt, wir können hier immer einzelne Elemente irgendwie anpassen und damit rumspielen. Ich weiß aber auch immer nicht genau, wie das eigentlich geht, deshalb lasse ich es lieber sein. Ich speichere das jetzt. Generell würde ich empfehlen, sozusagen die Größe hier immer möglichst gleich zu machen, damit ich das in QGIS immer gleich habe, weil wenn das an sich schon etwas größer ist, dann muss ich in QGIS sozusagen eine kleinere Größenstufe nehmen, als wenn ich ein sehr kleines habe. Es ist für die Darstellung eigentlich vollkommen egal, das sind ja Vektoren, das heißt, die werden einfach frei skaliert und dann gezeichnet. Es ist wirklich wurscht, es gibt keinen Qualitätsunterschied, aber es ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich meine Symbole, wenn ich weiß, also für den Maßstab nehme ich immer die Größe 5 oder sowas. Also wenn ich bei dem einen Symbol muss ich Größe 20, das andere Symbol war Größe 3, das ist ein bisschen kompliziert. Außerdem ist eventuell noch günstig, dann die Seitengröße auf den Inhalt anzupassen. Das heißt, dass ich ja nicht so einen weißen Rand drumherum habe. Also jetzt habe ich also die Seite, besteht jetzt tatsächlich nur noch aus, die ganze Datei besteht dann wirklich nur noch aus dieser Zeichnung. Ich speichere das jetzt. Ich speichere das jetzt hier in dem Fall in mein Home-Verzeichnis, in das Profil. Das ist so ein Standard-SVG-Pfad. Man kann sich ja natürlich auch zum Beispiel auf einem Netzlaufwerk, wenn man die teilen möchte, kann man auch SVGs ablegen. Die müsste man dann, zeige ich gleich, in QGIS entsprechend einbinden. Das ist natürlich meine Zeichnung Test, klar. Die ersetze ich jetzt, die habe ich nämlich schon. Und in QGIS wäre das bei den Einstellungen Optionen. Da haben wir hier System und hier sind diese SVG-Pfade und da kann ich weitere Pfade hinzufügen. Das heißt also, wenn man jetzt eben innerhalb von der Firmenumgebung oder so ein Netzlaufwerk hat, kann man dort dann seine Symbole auch teilen und dann hat die jeder eingebunden. Ich mache mal wieder mein Projekt auf. So, jetzt habe ich hier meine Punkte. Würde ich jetzt hier mit einem SVG-Symbol versehen und finde dann hier ganz unten, ist ein bisschen ungünstig. Scrollbar verschwindet. Ja. Hier sind die Benutzersymbole. Und hier ist mein neues Symbol jetzt gelandet. Kann ich jetzt hier tatsächlich anhaken. Ja, auch schon. Ja, so jetzt war es, ist es tatsächlich zu klein. Also ich sehe es nicht. Sie wahrscheinlich auch nicht. Hier mal eine Markierung von 20. Ja, jetzt sehen wir die Symbole auch. Ja, das wäre jetzt also erstmal ein ganz einfaches Symbol, so wird das dann eingebunden nach QGIS. Jetzt hätte ich noch zwei Sachen. Das eine ist, das machen wir vielleicht mal als erstes. Jetzt gibt es, jetzt habe ich ja, könnte ich mir vorstellen, ich mache mir jetzt ein schönes Symbol, aber jetzt hier so ein tolles Haus. Und im einen Projekt brauche ich das gerne in Rot und im anderen hätte ich es aber gerne in Grün. Da gibt es in QGIS die Möglichkeit, oder vielmehr in dem SVG in Kombination mit QGIS, gibt es die Möglichkeit, dass man dort in das noch diese Farben parametrisiert und dann kann man die aus QGIS ansprechen. Ich habe die Datei hier auch schon offen. Das ist jetzt diese Test-SVG. Ich denke, das kann man lesen. Hier ist jetzt das ist also so gesehen reines ASCII, das ist also auch ein XML in dem Sinn. Wir haben hier diesen Pfad und können dann hier innerhalb hinten dran am einfachsten die Farbe, wir haben hier also sozusagen einen Style, das ist ähnlich wie so ein CSS-Geschichte, das brauchen wir auch gar nicht jetzt irgendwie groß zu ändern, sondern wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ich kopiere das jetzt rüber und zeige es dann gleich. Ja, wir haben jetzt. Ja, ich mache gleich nochmal einen Zeilenumbruch rein. Ja, also, oder wir gucken es uns so an. Also, wir haben hier erstmal diesen Fill,
Das wäre also die Füllung. Und dann muss man an der Stelle einfach reinschreiben, Paramfill. Und dann kann das von Kugis, das gibt es schon ganz lange. Also ich hatte nochmal geguckt, also die SourcePool hat den Blog dazu, Blogbeitrag dazu 2011 veröffentlicht. Also das ist wirklich nichts Neues, aber das ist eine Sache, die vielleicht doch auch nicht so bekannt ist. Und hier ist dann in dem Sinne Default-Farbe gegeben. Dann haben wir hier diese Fill Opacity, die weiß ich gar nicht, ob man die von Kugis auch parametrisieren kann, ich glaube nicht. Stroke ist also die Linienfarbe, da haben wir jetzt wieder diesen Parameter und bei der Linienbreite auch Stroke Width, da ist dann der Parameter Outline Width. Und wenn ich das jetzt so verändert habe, ich denke, ich kann das ja mal speichern. Ich mache das Cookies nochmal neu auf, dass er das auch sicher einliest. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er es live jetzt mitgekriegt hätte. So, und jetzt haben wir hier schon die Punkte. Aha, da hat er jetzt eh schon was geändert, weil jetzt hier eine andere Farbe eingetragen ist. Und hier kann ich jetzt tatsächlich die Farbe ändern. Das war jetzt zum Beispiel auf Rot. Das war vorher gar nicht aktiv. Das habe ich jetzt dummerweise vergessen zu zeigen. Ich zeige es beim nächsten gleich. Ja, also ich kann jetzt hier die Farbe oder auch die... das ist die Linienfarbe, weil... Warum ist das jetzt die Linienfarbe? Naja, gut. Okay, und die Füllfarbe mache ich mal grün. Dann sieht das jetzt eben so aus. Und hier kann ich dann auch die Breite noch verändern. Ja. So kann ich das Symbol dann eben in verschiedenen Kontexten anders einfärben und benutzen. Hast du noch einen Punkt gehabt? Ja, einen hatten wir noch. Den zwei Minuten kriegen wir hier gezeigt. Das, ja. Andere Geschichte, was ich noch ganz kurz zeige, das ist hier die Möglichkeit im Inkscape. Wir können dort, oft hat man ja Pixelgrafiken von irgendwas. Da können wir eine Pixelgrafik, ich habe hier einen tollen Brunnen, da können wir importieren und dann einbetten, das wäre die eine Variante. Einbetten heißt dann, ist im SVG die Pixelgrafik. Die ist dann aber halt gepixelt. Je nachdem, wie groß das dann dargestellt wird, ist das eben schöner oder nicht schön. Ich bette das jetzt auf jeden Fall mal ein. Und was dann ganz spannend ist, ich habe dann eben hier im Inkscape die Möglichkeit, über aus dieser Pixelgrafik dann auch wieder einen Pfad zu erzeugen, automatisch. Das ist hier, das bitte mit dem Nachzeichen, muss ich wieder nachgucken. Bitmap nachzeichnen, genau. Das ist jetzt hier bei so einer Schwarz-Weiß-Geschichte relativ einfach, weil da der Kontrast sehr hoch ist. Ja, das wäre jetzt hier die Vorschau, sage ich ja, okay. Okay. Und hätte dann tatsächlich an der Stelle einen Pfad erzeugt und könnte dann auch wieder mit den Parametern rumspielen und dann eben entsprechend anders einfärben. Alles klar, danke. Letztes Wort für dich. So, So, jetzt haben wir hier noch ein Thema. So, Hintergrund ist jetzt irgendwie weg, da hatte ich ein Luftbild hinter. Eine beliebte Frage ist häufig, ich habe eine Beschriftung und muss die Beschriftung vom Objekt verschieben und möchte gern eine Folgelinie haben, eine Labellinie. So, wenn ich jetzt hier steht irgendwas so und so, Park am Kinderheim. Und wenn ich jetzt diesen Punkt, das ist einfach ein Punkt, verschiebe, ich schalte das mal bearbeitbar, Entschuldigung, nicht den Punkt will ich ja gar nicht verschieben, ich rede dummes Zeug, ich möchte das Label verschieben. Ich habe das Ganze jetzt bearbeitbar geschaltet, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, das Label zu verschieben über die, nicht über den Zwischenspalten, sondern konventionell über eine feste Attributspalte gemacht, weil das in diesem Fall besser geht. Ich nehme jetzt das Label, verschiebe das und habe eine Linie, die dem folgt. Nochmal darauf zu achten, bei dem Label steht nicht nur Park am Kinderheim, bla bla bla, sondern es steht unten rechts noch eine Zahl 1978, die anders formatiert ist, nämlich fett. Ich hätte sie jetzt auch irgendwie rot machen können. Das war jetzt irgendwie, ein Kunde hat mich davon irgendwie zwei Wochen gefragt, kann man eigentlich sowas machen, dass da nochmal versetzt hinten was anderes steht. Ne? Weil man sieht jetzt, dass hier
hinter der Schrift ist, wenn ich die ein bisschen verändere, ich gehe auf das Objekt und ich sage jetzt mal, dieses Heinrich Horst verschwindet, dann rückt die 1978 auch weiter daran. Ne? So, ich gehe wieder hier zum Label verschieben. Also das heißt, ich kann ein Labelfeld machen, das auch hier sogar aus mehreren Labelfeldern besteht, nämlich diese 1978. Und ich kann eine Linie erzeugen, die immer zur Geometrie folgt. Das geht auch so, wenn ich einen Polygon-Layer habe, jetzt kein Beispiel, dass die Linie dann immer an den Rand des Polygons klebt und auch dann von der linken zur rechten Seite wechselt. So, das Ganze kann man leider im QGIS jetzt nicht mit 2, 3 Klicks zusammensetzen, aber die Entwickler haben uns den Ausdruckseditor geschenkt, mit dem man sehr viel machen kann. Und der für eine Darstellungsmöglichkeit den Geometriegenerator benutzt werden kann. Das ist einfach ein Symbollayer-Typ. Ne? Sie kennen Symbollayer-Typen, Fläche, Schraffur oder bei Punkten, Ellipse, gefüllte Markierung, SVG-Markierung hatte der Bernhard gerade. Der Geometriegenerator, das ist das, wenn ich irgendwie Anfängerkurse mache, wo ich den Leuten sage, jetzt, das läuft jetzt unter ein bisschen abgefahren, das legen wir mal beiseite. So, jetzt ist es so, da kann ich Ausdrücke reinschreiben, die sich letztendlich an räumlicher SQL orientieren. Das heißt, wer jetzt irgendwie in Postgres-Datenbanken oder in der Spatialite-Datenbank schon mal jetzt irgendwie solche Sachen macht, für den sind diese Begriffe eher bekannt, für andere dann eher nicht. Jetzt sieht man hier, wenn XC ist null oder YC ist null, das ist einfach nochmal eine Differenzierung, findet überhaupt ein Versatz statt oder nicht. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal das hier drunter an. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Spalten angelegt, nämlich XC und YC, die ich in der Beschriftungsregel dafür benutzt habe, dass beim Verschieben der Beschriftung dort Koordinaten eingetragen werden. Das ist so ähnlich wie was der Bernhard gezeigt hat. So, und jetzt steht hier Folgendes. Shortest line, also eine kürzeste Linie von Dollar Geometry. Dollar Geometry, das ist so ähnlich wie mit Dollar Area, das ist einfach die Geometrie des Objektes. Also das ist der Punkt, wenn man so will. So, und jetzt soll die kürzeste Linie von der Geometrie, also von dem Punkt oder auch von dem Polygon, geschickt werden zu einer zweiten Geometrie. Also diese Funktion, shortest line, funktioniert eben so, shortest line, kürzeste Linie von der Geometrie zu jener Geometrie. Die erste Geometrie ist eben die Geometrie des Punktes. Die zweite ist, mach mir einen Punkt, make point. Und ein Punkt ist ja einfach definiert durch zwei Koordinaten und dann sage ich, lese die Koordinaten aus XC und YC. Das steht hier irgendwie auch noch hinter, das ist schön, dass man auch Kommentare reinschreiben kann. Und das ist die Folgelinie. Wenn ich das Ganze nicht verschiebe, dann entsteht hier noch eine andere Folgelinie, die zu einem bestimmten fest definierten Punkt führt. Das ist jetzt nicht sozusagen wichtig. Das Entscheidende ist, und das ist, wenn wir das noch ins Internet stellen, das ist diese Stelle. Damit kann man eine Folgelinie erzeugen. Voraussetzung ist, dass man im Beschriftungsdialog bei Platzierung eine Spalte angegeben hat. Achso, das ist jetzt hier sogar noch der kompliziertere Fall. Ich habe jetzt zwei Beschriftungsregeln angelegt, weil ich hier einmal diese Beschriftung habe mit der Jahreszahl und einmal die normale. Ich zeige das jetzt bei der normalen. Klaus, wir müssen auf die Zeit achten. Ja, okay. Wir machen hier Schluss. Stimmt, das geht jetzt das nächste weiter. So, hier haben wir jetzt die Beschriftung definiert. Die beiden Spalten, XC und YC. So. Und dann weiß das Programm das. So, den zweiten Teil, wie ich jetzt hier diese kleine Beschriftung daran binde, das
ja, kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Gibt es eine andere Gelegenheit vielleicht dazu. Also, alles vielen klar. Dank. Jetzt kommt der Johannes Krüger.